Hallo, schönen Abend. Ich würde mal zeigen, ich habe da so zwei neue Coloring Books bei Action entdeckt von DecoTime. Diese 200 Blätter, ne? Blöcke, extra groß und ja, so eine Variante und so eine Rückseite. So sieht's aus, ne? So nochmal. So, diesmal sind das Nummer 7, Nummer 8. Ja, und dann dachte ich, ich werde mal ein bisschen durchblättern. Weiß nicht, ob ich das hinbekomme. So, das ist jetzt die Nummer 7, ne? Naja, ich versuch's. Sind voll süß, die eine Seite und dann die zweite Seite. Ich weiß nicht, wie ich das gut hinbekomme, aber versuch's mal. Sind echt groß, ne? Ich male mal ein bisschen was aus, zeige, aber ich glaube, dazu kommen, da muss man erstmal. Ja. So viele Blätter, ne? Ja, bin langweilig, einfach weiterschalten. Das dachte ich auch, mache ich mal. Ja, sind ja zweiseitig bedruckt. Es ist echt dann die Qual der Wahl, ne? Dass man das entscheidet. Obwohl mit Buntstiften, da kann man ja auch beide Seiten, ne, ausmalen. Ist ja die Möglichkeit auch im Schnelldurchlauf die Geschwindigkeit einfach erhöhen. Ne? Das ist jetzt. Ich werde es nicht machen, aber wer möchte, kein Problem. Ne? Ich gebe es her, wie es ist, und dann kann ich dann selber dran tüfteln. Ne? Ach. Das ist auch interessant, ne? So ein Rang drunter. Hupfen, ne? Würde ich sagen. Das Motiv gab es, ne, in den vorigen Blöcke, glaube ich. Serie.
Ja, solche Hefte sind auch schön als Geschenk, ne? Mal so ein kleines Mitbringsel. Finde ich gut, ne? Kann man machen. Und auch unterwegs sich ein Schnappen mitnehmen und dann sitzen und kritzeln, ne? Auch so rum so ein Rahmen, ne? Die letzten Blätter sind so schwer zu blättern, ne? So, dann ist die andere Seite dran. Das wird auch nicht so einfach sein. Sind auch echt schöne Motive. Guck mal, das ist so süß. Hat mir echt gefallen, dachte ich, das ist doch. Wow, ne? Voll süß. Da, guck. Auch lustig, ne? Einfach so eine Menge. Hier sowas, ne? Da, guck mal, Baby. Auch echt, kann man da ausmalen und ausschneiden, ne? Und voll süß. Sowas, ne? Echt interessant. Echt lustig. Guck mal. Auch, ne? Wow. Echt cool, ne?
Tea time. Guck mal, das ist ja was. Voll süß, ne? Und das auch, ne? Schön, ne? Ich bin erkältet momentan, ein bisschen angeschlagen. Deswegen. Meine Stimme ist so, naja, geht. Ach, die sind so süß, guck mal, ne? Vogelart eigentlich, ne? Auch schön. Und das ist so schön. Das war ja was, ne? Das ist das Heft. Ach, ich weiß nicht, soll ich noch das zweite? Ja, tun wir mal. Mein Bestes, dass ich das schaffe. Ich glaube, ich hab's. Aber doch. Ich komme immer auf die Richtung, wie man das dreht. Dass nicht so alles auf dem Kopf steht. Ja, ne, siehst du, ich hätte doch drehen sollen. So, ne? Genau. Oder? Nein.
Naja, hier steht es wieder anders. Die Vielfalt, ne? Guck mal. Echt klasse. Oh, süß. Ja, wie gesagt, ihr Lieben, einfach schnell Geschwindigkeit stellen und schnell durchlaufen lassen, ne? Vielleicht. Ich lasse es so, wie es ist, das Video. Jeder hat die Freiheit, wie schnell oder wie langsam das angucken, ne? Ich selber sogar. Ich mag auch manchmal im Fernseher groß YouTube mir anschauen, ein Video, dass man da besser sieht. Ne? Ja. Dafür. Kann man so ein bisschen anschauen, sich überlegen. Und manchmal auch nachschlagen. Was hatte ich denn noch drinnen gehabt, ne? Und dann im Video gucken und dann kann man das dann sich entsprechend rausholen. Naja, siehst du, jetzt steht es auf dem Kopf. Soll ich doch jetzt so drehen? Ach. Ja, das ist die Sache, wie man es am besten zeigen soll. Ja, finde ich echt schöne Motive. Ne? Ein bisschen mal durchhusten, durchatmen. Sonst ist man so kurzatmig da. Dann blättern und wenn man es sagt, ne? Schön, wow. Ist doch. Ach was, guck, das lass mal raussehen, was das drauf ist. Ach, schön, ne? Aha, guck mal, sowas. Wow. Sorry. Ich bin da gerade. Quäle mich, aber so, ja, jetzt mal. Und dann geht die Rückseite los. Ah, ich meine rückwärts.
Ach, das ist auch schön, ne? Voll süß. Ich bin da voll verkabelt. Hier mein Ladegerät, Ladekabel, die Lampe, das Kabel auch. Oh. Aber es passt schön hin. Oh, die ist ja süß. Ne? Ich habe mich hingesetzt. Ach, naja, auch Handys fast leer. Aber wenn ich mal Lust habe, dann mache ich mal was. Verschiebt man es und dann hat man dann wieder was anderes zu tun oder kommt gar nicht dazu dann oder mag nicht mehr. Riesige Sammlung, ne? Und Bilder. Ach was. Romeo und Julia. Andersrum. Oh, das ist ja schön. Ja, das sind neue Motive. Oh, sogar blauen Haupt. Ist ja cool. Guck mal, cool, ne? Doch damit schön, dass da Farbewahl ist frei, ne? Man kann da machen, was man will. Ach, wie gut. Zuckersüß. Wird wieder lang. Oh, guck mal. Idyllisch. Oh, die ist auch nicht. Guck, wieder so ein Kinderspielplatz. Das ist eine ganze Stadt, ne? Sorry, wenn ich wackele. Kabel sind alle da. Direkt. Ah, guck, sogar eine Tasse auf dem. Ach, sowas, ne? Oh, ja, das gefällt mir auch. Wow. Steampunk voll. Echt, das ist doch wow.
Ja. Und hoffe, alle haben schon soweit Weihnachtsgeschenke schon bestellt, gekauft. Ja. Manche schon bei Amazon gar nicht mehr lieferbar. Hatten wir da mal geguckt, was Januar schon, ne? Ich dachte, hey, das ist doch voll zu früh noch, aber guck, wo ist das, ne? Dass man dann sitzt. Okay. Ja. Wollen wir hoffen, dass wir das alle gesund erleben. Und schöne Weihnachtszeit dann haben. Wünsche ich euch allen gesund bleiben. Schöne Adventszeit, ne? Aber sind hier jetzt Adventskalender aufzumachen, ne? Wie schön. So, hier. Oh Mensch, super. Ja, sind echt schön, finde ich. Es lohnt sich immer. Man hat da echt einiges, ne? So, ja, ich dachte, ich habe mir diese Stifte rausgeholt. Wollte ich so ein bisschen mit denen mal was anfangen. Aber ja, muss ich mir Zeit nehmen. Ich guck mal. Die sind lose. Ja. Hätte ich doch gleich mir das bemerkt, was ich da vorhatte. Oh, die malen so schön, diese Stift, finde ich. Das ist gar nicht schlecht. Ja. Ich hatte mal ein Video geguckt, jetzt weiß ich gar nicht, wer hat es gezeigt. Eine YouTuberin, ich habe es vergessen, und sie macht das immer, die reißt alles raus, trennt alle Blätter, dass sie nicht so eingeklemmt sind, ne? Dass man das volle Bild hat. Und ich hatte den ersten Block so gemacht, ist wirklich echt klasse. Danke an der Stelle für diese Idee und mal schauen, werde ich vielleicht auch machen. Mit dem weiteren, ne, dass man da auch richtig was hat. Cool. Die sind voll schön. Die sind ja für alles, ne, geeignet. Auch für Helles, auch für Dunkles. Und da, was mache ich noch? Schön intensiv. Auf denen da steht nicht zum mit Wasser ausmalen müsste. Aber muss auch nicht. Guck mal, ist echt schön, ne? Gefällt mir. Und die sind leuchtend, ne? Guck mal, die Farben, die sind so. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Neon Stift ist oder nicht. Sieht man so richtig nicht. Aber es sind ja sechs Neon, sechs normale. Das ist echt schön, ne? Was könnte ich jetzt noch machen? Na, nehmen wir mal dieses ganz helle Gelb. Ist auch echt schön, ne? Ja. Hier. Diesen Streifen. Naja, das ist Neongelb, ne? Aber auch schön, ne? Muss ich mal anspitzen, ist so ein Stückchen so ein bisschen rausgebrochen. Ja. Mir kam jetzt so eine Idee in den Kopf. Live
machen, ne? Ausmalen. Einfach sich hinsetzen und egal, wenn wenigstens einer zuguckt, ist und dann machen. Ach ja. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt zu sowas Lust habe. Ich bin so. Irgendwie traue ich mich nicht, ehrlich gesagt. Ach ja. Die sind auch da, ne? So viele sagen die noch. Cool. Ja. Und doch, es macht Spaß, ne? Man kann da ein bisschen was machen so. Ja, nicht schlecht, ne? Ach so, guck mal. Schön. Hübsch, ne? Ja, und dann. Ja, so, na gut. Ja, die Stifte gefallen mir auch. Aber wie gesagt, man kann ja auch mit Aquamarker, ne, ausmalen. Und auch mit den Buntstiften. Auch schön. So, na gut, dann sowas, ne? Echt. Gar nicht schlecht, finde ich. Hübsch geworden, ne? Aber es ist ja noch nicht fertig. Man kann da noch einiges ergänzen. Ja. So, na so. Dann mache ich Schluss. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüssi.